Liebe Patrioten, willkommen zum neuen Video hier auf Patriotisches Herz. Heute soll es nochmal um das Coronavirus gehen. Ihr werdet es mitbekommen haben. Der Lockdown wurde bis zum 31. Januar verlängert. Mindestens bis zum 31. Januar. Wahrscheinlich wird er irgendwann weiter verlängert. Ich behaupte persönlich, bis mindestens März werden wir einen Lockdown haben. Eher bis April. Aber das müssen wir dann noch sehen. Nun kommt auch noch eine weitere Verschärfung hinzu. Wir dürfen, falls der Inzidenzwert in unserem Wohnort bei über 200 pro 100.000 Einwohner liegt, nicht weiter als 15 Kilometer weg von unserem Zuhause. Der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, wollte das sogar auf 5 Kilometer herunterdrücken. Und ganz ehrlich, ich bin in kleinen Orten aufgewachsen. Es gibt Orte, wo du nicht so viel hast, ja, wo du dann echt Schwierigkeiten hast, weil du in den nächsten Ort müsstest, um bestimmte Dinge einzukaufen. Also wenn ich jetzt hier bei mir in dem Ort, die gibt es einen Edeka, gut, verhungern würde ich jetzt also nicht, aber wenn ich zum Beispiel neue Schuhe brauche oder neue Kleidung brauche, dann müsste ich schon in den nächsten Ort, weil das wird Edeka nicht haben. Dann müsste ich schon tatsächlich in den nächsten Ort fahren. So, ich glaube aber, dass die eigentliche Thematik beim Coronavirus eine ganz andere ist. Und zwar geht es darum, dass wir als Menschen, wir als die Spezies Mensch, uns einer ganz, ganz wichtigen Frage stellen müssen. Und diese Frage ist sehr schwer zu beantworten und es ist eine sehr moralische Frage. Und es gibt da verschiedene Meinungen und ich sage es im Vorfeld, ich respektiere da auch jede Meinung. Oder wir respektieren da auch jede Meinung. Die Frage lautet, wie gehen wir mit dem Coronavirus um? So, ich bezweifle sehr stark, dass wir den Coronavirus oder das Coronavirus in den nächsten Jahren besiegen werden. Zumindest nicht vollständig. Das wird ganz, ganz schwer. Dieser Impfstoff, da habe ich ganz wenig Hoffnung drin. A, mutiert das Virus. B, kann niemand sagen, welche Nebenwirkungen es hat oder welche Spätfolge es haben wird. Dafür ist das Ding einfach nicht lang genug getestet. Und des Weiteren wird sich auch nicht jeder impfen lassen. Ich werde mich übrigens auch nicht impfen lassen. So, nun kommen wir zu der alles entscheidenden Frage. Wie gehen wir damit um? Wir haben zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, wir setzen voll auf Sicherheit, halten uns an den Lockdown, an die Regeln, alles was möglich ist, ja, und verzichten auf ein großes Stück Freiheit. Das hieße dann aber, nie wieder in ein Fußballstadion, nie wieder zu einem Konzert, nie wieder zu einer Feier und nie wieder richtig mit Freunden zusammen was machen. Man darf ja immer dann nur eintreffen, ja, das ist ja dann nicht das Gleiche. So, das ist die eine Möglichkeit. Man kann natürlich jetzt sagen, dass ein Menschenleben mehr wert ist als der Besuch eines Fußballstadions oder des Konzertes. Ist prinzipiell natürlich so auch richtig, nur muss man was bedenken. Wir Menschen brauchen für unsere Psyche Freude, Freiheit und auch menschlichen Kontakt. So, das ist bei dem einen mal das Musikkonzert, das ist bei anderen vielleicht der Besuch im Fußballstadion und es ist bei wieder anderem einfach mal Party machen mit den Freunden. So, da kann man mal eine Zeit lang drauf verzichten, bestimmt. Aber irgendwann wird man das wieder brauchen. Einfach als Ausgleich, weil wir Menschen haben ja auch viel Stress. Wir müssen arbeiten, wir haben Probleme mit Schulden, mit Rechnungen. Ihr kennt das, ihr werdet das alle kennen. Wobei ich hoffe, ihr kennt das mit den Schulden nicht, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Die andere Option ist, wir sagen, wir setzen mehr auf Freiheit und riskieren dafür etwas mehr Tote. So, jetzt muss man sich überlegen, was einem mehr wert ist. Ich persönlich bin beim Team Freiheit, weil ich glaube, dass es uns nicht weiterbringt, wenn wir uns an die Maßnahmen halten. Also der Unterschied ist einfach nicht so groß. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir Deutschland vorstelle,
dann weiß ich, dass Bayern die strengsten Regeln seit Beginn der Pandemie hat. Bayern hat aber auch die höchsten Infektionszahlen. Das heißt, so ein großer Vorteil ist es gar nicht. So, da würde ich dann tatsächlich eher auf Freiheit setzen. Und der Mensch braucht auch Freiheit. Ja? Denn sonst wird er an psychischen Erkrankungen leiden, wird Schwierigkeiten bekommen. Ja? Und stellen wir uns mal junge Menschen vor, die vielleicht noch nicht den richtigen Partner fürs Leben gefunden haben. Wie sollen die das denn machen? Sollen die ihr ganzes Leben lang ohne Liebe leben? Das wäre wirklich sehr, sehr traurig. Also wenn das die Vorstellung ist, dass wir ohne Liebe, ohne Freiheit, ohne Freude leben, dann sollten wir echt nur hoffen, dass das Coronavirus uns erwischt und bitte auch umbringt, weil das wäre ein Leben, auf das ich keine Lust hätte. Ist meine persönliche Meinung. Und ich glaube auch, dass ich für die große, 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 große Mehrheit von patriotisches Herz spreche. Ja, gut, ich weiß es jetzt nicht bei jedem Insta-Abonnenten, da kann man immer andere Meinung, aber da könnte es immer andere Meinungen geben. Aber grundsätzlich wird das die große Mehrheit bei Insta genauso, bei patriotisches Herz genauso sehen. So, wir müssen uns einfach dieser Frage stellen. Und dann müssen wir vernünftig abwägen zwischen Freiheit und Sicherheit. Was ich zum Beispiel für eine gute Idee halten würde, wäre besonders die Alten und Schwachen zu schonen. Warum machen wir das denn nicht so, dass wir zum Beispiel anbieten, dass Hartz-IV-Empfänger für ältere Menschen einkaufen gehen können? Das wäre auch eine gute Sache. Dafür könnte man den Hartz-IV-Empfängern etwas mehr Hartz-IV anbieten, ja, dass sie etwas mehr Geld bekommen und zudem eine Bescheinigung, dass sie das gemacht haben. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, was für eine Bescheinigung, wofür ist das gut? Pass auf. Wenn ein Hartz-IV-Empfänger sich bei einem Job bewirbt, dann wird ja der Chef vielleicht erstmal denken, na, ich weiß ja nicht. Der war Hartz-IV-Empfänger, was ist das für einer? Ist das jetzt einer, der wirklich arbeiten will oder ist das so einer, der Marathon RTL 2 guckt? So, wenn er diese Bescheinigung vorlegt, hier, guck mal Chef, ich habe in der Corona-Pandemie, war ich für die alten Leute einkaufen, habe für die Besorgungen gemacht. Dann sieht der Chef, ey cool, der Junge will ja wirklich arbeiten. Der hat Sozialkompetenz, weißt du was, dem gebe ich mal eine Chance. Und vielleicht lässt er ihn nur 3 Wochen mal Probe arbeiten, dann hat der Hartz-IV-Empfänger aber wenigstens eine Chance. Und da kommt es ja drauf an. Und dann kann er ja den Chef überzeugen. Das wäre eher meine Lösung. Oder noch eine Sache. Wie lächerlich ist es eigentlich, dass wir in Endlosschleife vom Thema Abstand reden, ja, aber jeden verdammten Morgen überfüllte Busse und Bahnen fahren. Das ist doch lächerlich. Entschuldige mal bitte, das ist lächerlich. Ja? Aber Hauptsache, und da wird es ja dann echt lächerlich, in den Schulen wird dann Abstand gehalten und Masken getragen. Ja, und dann wundert man sich, dass die Zahlen trotzdem nicht runtergehen. Und ja, ich weiß, dass die Schulen im Moment geschlossen sind, aber das waren sie ja bis vor ein paar Wochen noch nicht. Das ist meine Meinung. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es seht. Ich bin der Florian, ich bin raus für heute. Ach so, eine Sache noch. Am Wochenende werden wir es immer so machen, dass wir ein Thema der Woche haben. Da werden dann auch mehrere Leute sprechen. Da müsst ihr nicht immer nur mein blödes Gesabbel ertragen. Wehe, das liked jetzt jemand. Also das Video dürft ihr liken, aber nicht diese Stelle. Egal. Und die werden sich zu einem bestimmten Thema äußern. Ja? Da könnt ihr auch gerne mich auf Insta anschreiben, unter patriotisches Herz. Und dann können wir darüber reden, ob vielleicht auch ihr in dem Video dann vorkommt, wenn ihr da Bock drauf habt. Diese Woche wird das Thema übrigens sein, Meuthen oder Höcke. Also gerne auch Meuthen-Fans, ja, wir haben schon einige, die für Höcke sprechen wollen. Gerne aber auch Meuthen-Fans, wenn es die gibt, argumentiert, warum Meuthen besser ist. Gerne auch Höcke-Fans, argumentiert, warum Höcke besser ist als Meuthen. Und ja, dann freuen wir uns darauf. Das wird dann immer am Wochenende ausgestrahlt. So, jetzt bin ich aber endgültig raus. Ihr abonniert bei Facebook, Twitter, Telegram, YouTube, Instagram, TikTok und kommt natürlich in die WhatsApp-Gruppe, wenn ihr das wollt. Und in die Telegram-Gruppe auch, das müsst ihr nicht abonnieren, dann kommt ihr in die Telegram-Gruppe. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ja, patriotisches Herz. Hier schlägt das Herz des Patriotismus.